So, servus und hallo, ich bin's der Monty. Ihr seid bei Brettspiel Live. Ja, und jetzt geht's los. Da liegt das gute Stück heute mal. Ja, ich würde sagen, ein entspanntes Let's Play zum Sonntagabend. Ja, war gestern recht anstrengend. Ich hatte ja Brass Birmingham im Solo als Erstpartie. Ziemlich ist durcheinander. Doch einige Fehler gemacht, Technik hat ein bisschen gesponnen. Naja, war eine lustige Runde, aber auch anstrengend. Deswegen heute ein bisschen was Ruhigeres. Ja, schauen wir mal. Genau, das Streben nach Glück. Atypia Games oder Kobold Verlag für die deutsche Ausgabe ist für mich, ja, ich würde fast sagen, ein schönes Familienspiel. Weiß nicht. Wer es noch kennt, das Spiel des Lebens, ich glaube, das gibt es ja auch immer noch zu kaufen, Spiel des Lebens in der V2.0, ja, weil im Prinzip das Thema ja das gleiche ist, von der Geburt, in dem Fall nicht Geburt, aber Teenageralter bis zum Tod, versuchen wir quasi unser Glück zu finden, wie auch immer das aussehen mag. Ja, gucken wir es uns an. Ich baue es mal auf, gucke aber vorher mal in den Chat. Und hoffe, dass es funktioniert. Ich glaube, das geht wieder nicht, oder? Gestern ging's. Heiko, grüß dich. Grim, servus. Ja, so ein Dreck geht der Chat wieder nicht. Hä? Ich finde es lustig. Mal geht's nicht. Dieses Race-Stream ist doch etwas unzuverlässig, wenn ich das mal so sagen darf. Ich probiere es trotzdem nochmal. Vielleicht kriege ich es hin. Ich gehe hier mal in den Chat rein. So, im Browser öffnen. Jetzt gucken wir mal, geht's oder geht's nicht. Ich bin gespannt. 1, 2, 3. Ne, der verbindet nicht alle. Ja, also Quatsch. Okay, gut, geht's heute mal nicht. Alles klar, dann gehen wir zurück zu YouTube. Sehe ich euch wenigstens dort? Jo, fangen wir an. Ich baue halt einfach mal auf. Wie gesagt, heute eine lockere Runde, wir machen da keinen Stress. Wie es kommt, so kommt's. Ist eh ein Spiel, das eher unterhalten soll als fordern. Ich habe da noch eine Erweiterung dazu. Extra Leben, die war da mit dabei. Aus dem Extra Leben habe ich die, was habe ich damit reingenommen? Die Haustiere, also Gegenstände und Aktivitäten. Und die Freiberufler sind mit drin. Die Trends und die Ereignisse habe ich jetzt noch nicht gespielt. Bin mir auch nicht sicher, ob das im Solo so funktioniert. Lasse ich heute auch nochmal raus. Der Unterschied vom normalen zum Solo ist eigentlich nur der. Im Solo ziehen wir... Grüß dich, Schmidti! Im Solo ziehen wir quasi ein Lebenswerk mehr. Und auf den Lebenswerkkarten, ich weiß nicht, wer von euch das Spiel kennt, auf den Lebenswerkkarten ist unten dann der Passus für das Solospiel. Ich muss, um das Solospiel zu gewinnen, alle drei Lebenswerke erfüllen und zusätzlich mindestens 50 Zufriedenheit, also 50 Siegpunkte erreichen. Na, schauen wir mal. Ich stelle mal kurz die Kamera ein, dass ich hier ein bisschen sehe, was ich da mache. Ich würde fast sagen, ja, das ist doch gut. Wenn wir das Brett hier so reinzaubern, dann seht ihr hier meine Karten. Jawohl, würde ich sagen, passt. Gut. Viele Karten, paar Ressourcen. Und hoffentlich viel Spaß. Gut. Durch in der Sitzung. Ja, du musst da runter. Tun wir es mal darunter. So, wir spielen hier nicht gegen den Automaß, sondern eigentlich nur gegen uns selbst, also gegen die Punkte oder das Ziel, das wir erreichen wollen. Ich spiele zwar wahnsinnig gern Automaß, aber es gibt doch ein paar Spiele, da macht es durchaus Spaß, auch nicht den Automaß zu spielen, sondern einfach nur auf Punkte zu gehen. Ja? Das ist so eins, mein Favorit, mein Top-Favorit ist aber definitiv Newton. Und Newton werde ich demnächst auch nochmal spielen mit der Fanerweiterung. Der Sören hat die ja übersetzt. Also die Fanerweiterung, nicht Newton. Und ja, da freue ich mich schon drauf.
So, was brauche ich? Das hier brauche ich. Ja, Startspieler brauchen wir nicht. Die anderen Farben brauchen wir auch nicht. So. Wir bauen zwar quasi ein Zweispielerspiel auf, wenn man so möchte, aber halt bespielen es nur alleine. Ja, jetzt kann man sich über den Sinn von sowas streiten. Es geht hier ja quasi jetzt nicht darum, irgendein hochwertiges Ziel zu erreichen. Es geht in erster Linie darum, Spaß zu haben, die Geschichte dahinter zu entdecken. Ich gehe mal wieder zurück, dass ich sehe, ob ihr was schreibt. Ja, die Geschichte dahinter. Ja, was kann ich für Ziele verwirklichen? Was habe ich für Möglichkeiten? Was kaufe ich mir? Mache ich einen Golfkurs? Gehe ich auf ein Konzert? Was für einen Job kriege ich? Ja, ist natürlich auch ein bisschen glücksabhängig. Kommt auch an, was für Karten. Und ihr seht, der ganze Button hier ist Gegenstände und Aktivitäten. Da immer genau das rauszubekommen oder hier auf dem Tisch liegen zu haben, das man sich wünscht, wird sicherlich nicht kommen. Aber es geht halt auch darum, mit dem, was einem dann angeboten wird, das Beste zu machen. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Der Rundenanzeiger, das wäre mein Punktemarker. Dann beginnen wir auf dem Stresslevel blau und auf dem Glückslevel hier. So, dann haben wir hier noch die Ressourcen, in dem Fall das Wissen. Tja, was ist das Leben ohne Wissen? Brauchen wir. Dann haben wir hier unsere soziale Kompetenz. Kurz die schüttelnden Hände. Dann haben wir hier die Kreativität, dargestellt durch eine Glühbirne. Sehr kreativ. Und natürlich Money, Money, Money. So, wer von euch kennt das Spiel? Wer hat schon mal gespielt? Ja, wahrscheinlich alle. Obwohl, was nicht, Heiko? Ich glaube, du hast es noch nicht gespielt, oder? Oder hast du es mit dem Mario schon mal gespielt? Weiß ich gar nicht. Ich finde oft das reine Punktespiel auch ganz nett. Genau, fängt an, sich die Atmosphäre des Spiels besser ein. Automa ist dafür meist herausfordernder. Genau das ist der Punkt. Das finde ich auch bei Newton so schön. Newton hat eine schöne Atmosphäre, auch wenn es jetzt nur ein Spiel ist. Ja? Aber es hat eine schöne Atmosphäre. Und über das Punktespiel, wenn man dann versucht, sich selbst zu optimieren, zum einen hast du einfach mehr Zeit und mehr Ruhe dafür. Ja? Musst dich nicht um den Automa kümmern, musst nicht die Gedanken auch noch auf den Automa-Zug abwenden. Finde ich angenehm. So, da haben wir die Lebenswerke. Dann haben wir hier das innere Kind, das brauchen wir. Das ist ja unsere Startfähigkeit quasi. Die Ereignisse lasse ich raus, die Trends lasse ich raus. Die Jobs brauchen wir dann als nächstes. Gut. Also, wie gesagt, das Spiel selbst spielt sich 1 zu 1, 100% wie ein Zweispielerspiel. Ja, nur dass ich halt ständig dran bin. Also, es wird relativ schnell gehen. Oder auch nicht, wenn ich mir viel Zeit lasse für die entsprechenden Karten, dann natürlich nicht. Ja, so im Teenageralter, wir beginnen ja im Teenageralter, ist folgendermaßen: Wir können keinen Job annehmen, wir können keine Partnerschaft eingehen als Teenager. Folglich, wenn wir keinen Job annehmen können, können wir auch keine Überstunden machen. Die sind in der ersten Runde also genullt, verboten. Hast du nicht, ich hätte gedacht, ihr habt das mal in der ESG gespielt oder so. Mensch, Heiko, was wir noch alles spielen müssen. Hab's auch noch nie gespielt. Ach was, Schmidti? Okay. Ja. Ich habe Glück gehabt und habe mir noch eine Ausgabe geschnappt, bevor die aktuelle Runde in der Spieleschmiede zu Ende war. Das heißt, ich habe die beiden neuen Erweiterungen mitgeschmiedet, wenn man so möchte. Mal gucken, wann sie ankommen. So, ich habe jetzt mal grob gemischt. Leg einfach mal aus. Im Zwei-Personen-Spiel liegen drei Karten aus. Die legen wir einfach mal hin. So, dann machen wir die Ziele. Bei den Zielen ist es so, achso, vielleicht noch hier zu den Aktivitäten. Es gibt Aktivitäten. Es gibt klar, Haustiere, die haben eine Besonderheit, die zeige ich euch gleich, die sind in der Erweiterung mit drin. Und es gibt normale Gegenstände. So, normale Gegenstände, die kauft man sich einfach, die behält man dann.
das ganze Spiel über. Man kann diese Gegenstände auch aufwerten, indem man nochmal Zeit investiert und die verbessert. Wenn ein Gegenstand sehr hochwertig ist, also auf Level 4, dann kostet er im Normalfall auch jede Runde Unterhalt. Ist sehr schön gemacht, bringt aber natürlich auch jede Runde was. Dann, so, das müssen wir erst noch weglassen, ich tue es aber schon mal mischen. Dann haben wir bei den Zielen oben einmal die normalen Ziele, die persönlichen Ziele. Man steigt immer bei den Zielen auf Level 1 ein und kann die dann, indem man Zeit investiert, hochleveln auf Level 4. Wenn man Level 4 erreicht hat, am Ende der Runde, in der man den Level 4 erreicht hat, wird das Ziel dann abgelegt. Es gibt Gruppenziele. Da ich jetzt alleine bin, ich lasse die Gruppenziele raus. Ich mache die Gruppenziele nicht, das ist Quatsch. Die machen nur Sinn, wenn man mit mehreren spielt. Das wäre so ein Gruppenziel. Die lege ich halt dann auf die Seite, wenn eine kommt, und ziehe eine neue. Ja, perfekt. So. Dann gibt es noch die kurzfristigen Ziele. Da liegt jetzt hier gerade keins. Ein kurzfristiges Ziel ist immer so, dass man das nur in der Runde nutzt, in der man sich das Ziel besorgt. Ja. Wichtig, denn normale Ziele, Jobs und Partner zählen zu dem 3-Karten-Limit. Also ich darf von diesen drei Varianten, genannt also Ziel, Job und Partner, darf ich maximal drei bei mir am Anfang der Runde besitzen. Das heißt, während der Runde kann ich auch mehr haben, aber zum Ende hin muss ich schauen, dass ich dann nur noch drei habe, weil ich sonst eins abgeben muss. Und das macht mich unglücklich und erzeugt Stress. Ungut. Nicht toll. Okay, die Lebenswerke. Mal gucken, was ihr noch schreibt. Hast du denn die Zeit? Ja, schwierig. Ich hätte schon Zeit, aber ich kann nicht weg. Ich muss ja auf die Emilia aufpassen. Ja, so ist das. Wenn ich für BGG Solos erstelle, ist es genau der Game, den ich versuche auszuwählen. Ja, soll sich nach dem Spiel anfühlen. Mit möglichst wenig Abweichungen. Ja, das ist es. So, also, inneres Kind, ich ziehe zwei und suche mir dann eine raus. Ich habe fürs leibliche Wohl gesorgt. Mal ein wenig Naschkatze. So, was haben wir denn da? Einmal einfallsreich. Jedes Mal, wenn du dich ausruhst, erhältst du eine Ressource deiner Wahl. Ist die Musik zu laut? Habe ich noch gar nicht gefragt. Wenn euch die zu laut ist, sagt bitte Bescheid, drehe ich einen Ticken runter. Und keine Angst, ist GEMA-freie Musik. Kostet nichts. Jedes Mal, wenn du dich ausruhst, erhältst du eine Ressource deiner Wahl. Ausruhen ist hier. Das heißt, wenn ich in den Stress reinkomme, habe ich ja die Möglichkeit, Stress zu reduzieren, indem ich mich ausruhe, also Zeit fürs Ausruhen investiere. Und bei einfallsreich würde ich dann fürs Ausruhen eine Ressource bekommen. Ja, wenn ich jetzt gucke, ich habe schon ein paar Runden gespielt. Ich habe mich ganz selten ausgeruht, wenn ich ehrlich bin. Gefällt mir nicht so. Was habe ich hier? Ein Streber. Ich bin ja eigentlich gar kein Streber gewesen. Aber es ist die einzige, die noch übrig ist. Jedes Mal, wenn du lernst, erhältst du ein Wissen mehr. Ja, dann nehme ich doch den Streber. Warum nicht? Mach mal einen auf Streber. Musik passt. Sehr schön. So, dann müssen wir noch die Lebenswerke checken. Sprich, was brauchen wir, um das Spiel zu gewinnen? Neben den 50 Siegpunkten. Einmal den Tiernarr, dann das erfüllte Leben, halt, das sind zwei, und familienorientiert. Das klingt nicht gut. Ich brauche einen Partner, mit dem ich eine Familie gründe. Ich sage euch gerade, warum das nicht günstig ist, aber es ist so. Trink erstmal was. Prost. So, warum ist das Schande? Oder schlecht? Naja. Hab die meisten Haustiere. Nur müssen wir Glück haben, dass da welche liegen, so wie hier der Hund. Erkläre ich euch auch noch gleich. Also, beim Tiernah. Habe mindestens zwei Haustiere im Solo. Okay, das ist möglich, aber wenn ihr seht, wie dick der Stapel hier ist, bin mir jetzt nicht sicher, wie viele Haustiere es gibt, boah, da werde ich wahrscheinlich sehen, dass ich mir den Hund gleich am Anfang schnapp.
sonst wird schlecht, dass ich zwei kriege. Erfülltes Leben. Erreiche alles oben genannte. Okay, oben wollen sie haben. Als Erster. Naja, ich bin ja der Einzige. Zwei Gegenstände. Das sollte machbar sein. Zwei Aktivitäten sollte auch gehen. Zwei erfüllte Lebensträume könnte schon schwierig werden. Einen Job und einen Partner auf dem Beziehungslevel oder höher. Jo, okay. Die dritte Karte, familienorientiert, gründe mit einem Partner eine Familie. Das heißt, der Partner, ich zeige euch mal so eine Partnerkarte, ich nehme die unterste. Gibt immer Mann und Frau, also die Effekte sind gleich, ist nur das Bild anders. So, es fängt an mit einem Date. Dann geht es in die Beziehung und danach kann man eine Familie gründen. Gibt immer gewisse Voraussetzungen. Das Schlimme dabei ist, es kostet Lebenszeit. Also logisch, man muss ja mit dem, oder möchte, muss, Gottes Willen, möchte mit dem Partner Zeit verbringen. Wenn man eine Familie gegründet hat, sind es schon zwei Lebenszeit. YouTube empfängt nicht genügend Videodaten, um ein flüssiges. Warum? Passt noch alles? Seht ihr noch alles? Ich hoffe. Ich wiederhole mal. Habe ich Bluetooth noch an? Nee, ist eigentlich. Ich baue mal die Seite neu auf, nicht erschrecken. Ich hoffe, ihr seid dann noch da. Seid ihr noch da? Ja, seid ihr noch da? Hallo? Seid ihr noch da? Schreibt mal einer irgendwas, bitte. Ja, schreibt mal einer kurz was in den Chat. Also ich muss jeden Anfang der Runde muss ich zwei Lebenszeit abgeben. Für die Familie. Zusätzlich brauche ich ja auch noch einen Job und der Job verschlingt ja auch Lebenszeit. Entweder eine, zwei oder drei, je nachdem wie gut der Job ist. Ja, der Job bringt mir Geld. Je mehr Lebenszeit, desto mehr Geld bekomme ich. Also das wird eine heikle Sache. Mal gucken. Okay. Passt da. Ja. Oh, Konstantin, grüß dich. Noch jemand? Sehr schön, freut mich. Okay, wir beginnen mit sechs Lebenszeit. Sehr schön gemacht. Wir haben drei auf Reserve. Warum haben wir drei auf Reserve? Ich lege die mal hier außen, weil wir, wenn wir richtig gut wirtschaften mit unserem Körper, Lebensenergie erhalten und je mehr Lebensenergie ich bekomme, desto mehr Lebenszeit bekomme ich auch zusätzlich, jede Runde. Auf der anderen Seite, wenn ich ja, ein bisschen über meinen Verhältnissen lebe, nicht finanziell, auch ein Problem, klar, aber vor allem körperlich, dann erzeuge ich Stress und ich verliere Lebenszeit, ja, wenn ich hier weiter reinkomme. Das ist auch dann der Endmechanismus. Es gibt hier hinten drei Phasen, nennen sich Lebensabend. Bei jedem Lebensabend bekomme ich drei Stress zusätzlich. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehen sollte, in den Eintritt zum ersten Lebensabend bekomme ich drei Stress. Passiert noch nichts, aber ich verliere eine Lebenszeit. In den Eintritt des zweiten Lebensabends verliere ich sechs Stress. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich rutsche übers Rote hinaus und ich bin tot. Das war's. Ja, also das Spiel ist so programmiert, wenn man möchte, dass man auf jeden Fall nach dem dritten Lebensabend mit neuem Stress dahin scheidet. Definitiv. So. Man kann, wenn man es gut anstellt und in die Richtung wandert, mit dem Stress kann man es schaffen, dass man in der zweiten Runde noch überlebt und die dritte anfangen kann. Aber danach ist definitiv vorbei. Lars, grüß dich. Na, Band. Sehr schön. Es scheint ein beliebtes Spiel zu sein, ne? Wird langsam voll die Bude. Nee, Spaß. Ich freue mich ja, wenn welche da sind und ein bisschen mitquatschen. Ja, das Glück hier unten ist im Solo eher irrelevant. Die Glücksleiste hier unten dient im Mehrspielerspiel dazu, die Spielreihenfolge zu bestimmen. Ja, wir nutzen sie mit, weil viele Karten einfach Glück erzeugen. Wir nutzen es mit, aber es hilft uns nichts, ich bin da immer Erster. So, was haben wir noch?
Die Rundenanzeige oben hatten wir schon kurz. Es gibt Aktionen, einmal Lernen. Durch Lernen erhalte ich Wissen, durch Spiel, Kreativität und durch Interagieren erhalte ich meine soziale Kompetenz. Dann kann ich mir ein Ziel setzen, indem ich auf Blau gehe, kann ich mir hier eine Karte nehmen. Jede Runde kommen neue Karten drauf. Grün gönn dir, ich kaufe mir was. Entweder eine Aktivität, ein Haustier oder ein Gegenstand. Auch hier jede Runde neue. Ich kann mir Geld besorgen über einen Aushilfsjob. Das geht immer. Auch als Teenager. Und ab dem Erwachsenenalter, also ab der nächsten Runde dann, werden die Verbotsfelder rausgenommen. Ich kann einen Job annehmen. Hier, ich kann eine Partnerschaft gründen. Hier. Und ich kann Überstunden machen. Überstunden heißt, ich nehme Stress in Kauf, bekomme dafür Lebenszeit. Ja. Sollte man nicht zu oft machen, kostet richtig viel Energie. Okay, ich würde sagen, genug gelabert. Ich nehme mir meine Startressourcen, die ich mir über mein inneres Kind, sehr schön gemacht, über mein inneres Kind rausgesucht habe. 1, 2, 3, 4 Mal Wissen. Ich muss immer daran denken, wenn ich lerne, erhalte ich ein Wissen zusätzlich. Also vielleicht wäre es sinnvoll, mir Karten zu nehmen, die Wissen erfordern. Macht zumindest Sinn. 3-mal Kreativität. 1, 2, 3. Leider noch kein Geld. Und 3-mal Handshake. So. Ja. Los geht's. Ich esse erstmal was. Stehe ich drauf. Dominosteine. Handgemacht von dem Bäcker hier bei Weißenstadt. Der Wahnsinn. Ich müsste jetzt durch. So. Jetzt habe ich 6 Lebenszeit. Was fange ich denn mit der an? Also sinnvoll, weil ich ja hier 2 Haustiere brauche. Ich muss erstmal einen Job organisieren. Da kriege ich jetzt 3 Geld. Die nehme ich mir. So. Immer wieder beeindruckend, welche Themen es in Spielen jetzt alles gibt. Das sieht echt interessant aus. Ja, hast du recht. Offizielle Solo-Variante. Ja, ja, das ist die offizielle Solo-Variante. Bei Solo-Variante ist es ein bisschen viel gesagt. Wenn ihr euch die Anleitung anschaut, Originalanleitung, dann ist hier hinten ein Kapitel mit 4 Sätzen Solo-Spiel. Ähnlich wie bei Newton. Newton steht Solo-Spieler nicht mehr in der Anleitung drin. Glaube ich zumindest, ich weiß es nicht. Ähnlich wie da. Man spielt es genau gleich wie das Zwei-Personen-Spiel. Lässt halt den zweiten Spieler weg, logisch. Und zieht 3 statt 2 Lebenswerke und muss dann hier unten die Solo-Spielbedingungen erfüllen. Naja, deswegen offizielles Solo. Schmidti, hol dir das Spiel, mach eine Variante draus. Die vielleicht ein bisschen fordernder ist, ich weiß es nicht. Eher eine Option. Ja, was machen wir als nächstes? Ich möchte das Haustier, logisch. Gönn dir. Ich hole mir das Haustier, weil ich ja 2 brauche. Ein Hund. Ach ja, ich habe noch nicht erklärt, wie das mit den Haustieren vor sich geht. Es ist jetzt so, ich steige bei Level 1 ein. Das heißt, mich kostet das Haustier 2 Geld. Die gebe ich ab. Bringt mir einmal Glück. Ist jetzt nicht so dramatisch, aber auch einen Siegpunkt. Der ist schon mal nicht schlecht. Ich brauche ja 50 Minimum. So, dann kommt ein schwarzer Bobbel da oben drauf. Haustiere zählen nicht zu dem 3-Karten-Limit. Also grüne Karten im Allgemeinen nicht. Es wird sofort eine Karte nachgezogen und hingelegt. Ja, ein Haus, sehr schön. Ein Gegenstand jetzt. Dann habe ich hier in der ersten Spalte, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Könnt ihr, glaube ich, gar nicht sehen. Moment mal kurz. Eine Frage hätte ich. Ja, frag mal. 4 Sätze zu und ab geht's. Ja, genau, Schmidti, hast du recht. Das Einfachste, ne? Wenn meine Auslage mit den 3 Karten voll ist und ich nehme eine 4, die auch in die Auslage gelegt werden muss, ein Stress und dann später in die Unterhaltsphase. Nee, wenn du in deinem Spiel die 4. Karte nimmst, kriegst du noch keinen Stress. Du kriegst den Stress, wenn du am Ende der Runde auf 3 reduzieren muss. Das heißt, du musst eine abwerfen, obwohl sie noch nicht erfüllt ist. Und das bringt dir Unglück. Also Glück geht 1 nach unten und Stress. Ja. Das ist übrigens auch so, wenn man einen Job kündigt, um den anderen anzunehmen. Auch das bedeutet Stress und Unglück. Genauso beim Partner. Ja.
Auch bei den Gegenständen, wenn du dir einen Gegenstand besorgst, der Unterhalt kostet, wie hier das Haus, und du den Unterhalt nicht zahlen kannst, dann ist das Haus weg, wie im wahren Leben. Bedeutet für dich unglücklich sein und Stress. Ja. Also das Limit von drei Karten an sich gilt immer am Ende der Runde für den Start der nächsten Runde. Innerhalb der Runde darfst du auch vier oder fünf Karten haben. Das ist nicht das Problem, ist auch kein Stress für dich. Nur beim Partner. Wenn du, sagen wir mal, du hast eine Karte Job und zwei Partner, dann ist der zweite Partner Stress für dich. Das ist okay, du kannst den zweiten Partner haben, aber der bedeutet dann immer Stress. Jo. Brauche ich nicht, gibt doch schon eine. Ich habe immer noch Outlife und Merlin, weil ich eigentlich eine machen will. Ja. Beide noch nicht gespielt. Also vom Hörensagen ja, kenne ich. Aber beide nicht gespielt. So, wo war ich denn jetzt eigentlich? Irgendwas wollte ich doch machen. Ach so, ich wollte mit der Kamera mal runterfahren. Moment. Und euch so eine Karte zeigen. So. Stellt er gerade nicht scharf. Jetzt. So sieht es aus. Hier vorne in der Spalte habe ich die Unterhaltskosten. Die Unterhaltskosten sind immer am Anfang der Runde fällig. Auf jeder Karte, die man bei sich hat, kann sein, dass Unterhaltskosten draufstehen. Das heißt, man muss auch in der Runde gucken, dass man für den Start der nächsten Runde dann auch alles zusammen hat, um es bezahlen zu können. Denn kann ich nicht zahlen, ist die Sache, Entschuldigung, ist die Sache weg und ihr bekommt wieder Stress. In dem Fall vom Haustier ist es so gemacht, Tiere leben ja nicht so lange wie wir, im Normalfall, außer Schildkröten, Elefanten, weißt du? So, beim Hund ist es so, ich muss am Anfang der nächsten Runde drei Geld bezahlen, dann steigt der Hund auf Level 2. Das heißt, der Bobby geht automatisch hier runter. Wieder nächste Runde muss ich drei Geld bezahlen und er wandert hier hoch. Wieder nächste Runde drei Geld und hier hoch. Leb wohl, treuer Freund. Ich verliere ein Glück und der Hund stirbt. So ist es geregelt. Finde ich nicht schlecht. Ist toll gemacht. Gibt auch andere Haustiere, die dann schneller von uns gehen. Klar, ein Hund ist ein bisschen ein größeres Tier, lebt etwas länger wie zum Beispiel ein Hamster. Aber das ist natürlich, wenn wir darauf schauen, das ist auch beim Haus so. Ne? Hier habe ich fürs Haus dann entsprechend den Unterhalt, den ich zahlen muss. Beim Haus ist es so, wenn ich Unterhalt bezahle, bekomme ich Siegpunkte. Ja, das hier drüben ist das, was ich in dem Moment bekomme, wo ich mir das Haus anschaffe. Gegenstände, da kann ich immer wählen, will ich Level 1, 2 oder 3 in dem Moment, wo ich es kaufe, kann aber auch später hochleveln. Aktivität genauso, ich kann mir überlegen, welchen Level der Aktivität möchte ich mir denn leisten. Bei den Zielen hier oben geht es nicht, da kann ich es mir nicht raussuchen, da muss ich immer auf der 1 einsteigen, außer bei den kurzfristigen Zielen. Da kann ich auch bei höheren einsteigen. So, passt es so? Ich glaube ja, oder? Haut hin. So, muss ich trotzdem noch mal kurz gucken und gehe auf den Autofokus, dass der nicht ständig hin und her wackelt. Gut, so. Gerne, kein Problem. Merlin hat viele Würfel, nichts für dich. Naja, mittlerweile spiele ich schon Sachen mit Würfeln. So ist es nicht. Sagrada zum Beispiel. Oh, ich muss noch einen Dominostein essen, sorry. Oh, schön. So. Wer aufgepasst hat, hat hoffentlich mitbekommen, ich muss Anfang nächste Runde drei Geld bezahlen, um meinen Hund halten zu können. Ich habe aber nur ein Geld. Das heißt, oh, sau lecker, Leute, sagt's euch. Ich muss noch meinen Aushilfsjob nehmen. Das ist ungünstig, weil immer wenn man mit einem zweiten Marker auf ein Aktionsfeld geht, kostet es Stress. Da es aber auch Stress kostet, wenn ich den Hund verliere und ich den ja brauche, muss ich es wohl machen. Zweiter Marker Aushilfsjob, ich krieg einen Stress, aber nochmal drei Geld und das ist das Geld, das ich nachher brauche.
Ja, so schaut's aus. Jetzt habe ich noch drei Zeit übrig. Ich würde mir natürlich gerne eine, was haben wir denn da oben ein bisschen? Ein Ziel, ach, Aktivität, ein Ziel möchte ich mir gerne besorgen. Da gibt es den Bonsai. Bonsai ist cool, gibt mir Punkte. Gedicht schreiben ist aber auch nicht schlecht, weil da kriege ich Geld und Punkte und mehr Punkte wie beim Bonsai. Politikstudium? Nee, interessiert mich nicht. Politik ist überhaupt nicht meins. Mal schauen, was da noch schreibt. Ist ja gerade mit der Höllen-Solo-Variante, die du als leicht bezeichnest. Das ist so. Einer von uns spielt die definitiv falsch. Nee, ich habe die live gespielt. Kannst du gucken, ich spiele die schon richtig. Bei der Solo-Variante Sagrada ist es ganz wichtig, dass du Glück hast und die richtigen Aufträge ziehst. Wenn du die falschen Aufträge hast, gebe ich dir recht, ist das Ding nicht zu schaffen. Hast du Glück und hast die richtigen Aufträge, ist echt kein Problem. Mehrfach gespielt und mehrfach geschafft. Nach Regeln. So, okay, ich möchte ein Ziel. Ich nehme mir ein Ziel und da werde ich mir wahrscheinlich die Gedichte nehmen. Lege ich mir hierher. Schwarzen Bobbel drauf. Kostet mich nichts. Sehr schön. Weil ich mein erstes Gedicht an die Wand in einer öffentlichen Toilette schreibe. Ja, warum nicht? Kriege ich für 2 Kreativität. Naja, ein Gedicht an der Toilettenwand schreiben ist ja auch kreativ, ne? Ich möchte gar nicht wissen, was der Inhalt ist von dem Gedicht. So, dann legen wir das nächste Ziel auf. Theaterstücke schreiben. Okay. Ja, jetzt habe ich noch 2. Ich könnte, wenn ich wollte, mache ich das auch. Oder nicht? Ja, ich gehe einmal auf die Gedichte, gebe 3 meiner Kreativität aus. Komme auf Level 2, bekomme ein Glück und nochmal einen Siegpunkt. Zack. Und mit der letzten Zeit, die ich habe, gehe ich ins Lernen, weil das Lernen mir eben statt 3 4 Wissen verschafft. 1, 2, 3 und 4. Und wer weiß, Wissen kann man immer gebrauchen. Zum Schluss ist es so, jeweils 5 Ressourcen desselben Typs bringen einen Siegpunkt. Also ist nicht verkehrt zu horten. So, wir sind am Ende der Runde. Glück, normalerweise würde jetzt die Zugreihenfolge bestimmt. Bei uns natürlich nicht. Geht wieder zurück. Stress bleibt, wo er ist. Ich bekomme meine Zeit wieder zurück. Ich stelle ihn mal wieder hierher. Oderle. Dann werden die Karten ausgetauscht. Gegenstände wandern hier zurück. Auch die Ziele. Wir legen neue aus. Ein Webdesign, jawohl, als Ziel Webdesign erstellen. Sachbücher schreiben, warum nicht? Oder Romane schreiben, ja, gibt Geld. Das ist natürlich aber wieder richtig gut. Geld brauchst du immer. Was haben wir als Gegenstände? Einmal das Reiten, das ist eine Aktivität. Dann haben wir hier eine Star-Kollektion. Kaufen. Fanboy, Enthusiast oder Stalker sind die 3 Level. Stalker vor allem nicht schlecht. Und Zoobesuch, das ist doch schick. Zoo ist immer gut. So, und jetzt sind wir ja in der zweiten Runde. Im ersten Erwachsenenleben sozusagen. Wir nehmen die Begrenzung raus. Gott, ihr schreibt wieder so viel. Ja, grüß dich, Sven, auch mal wieder dabei. Sehr schön. Eine andere Frage für später nach dem Spiel. Hast du eigentlich solo schon mal Dinosaur Island gespielt? Ja, sogar live. Gesendet wurde das hier noch nicht auf dem Kanal. Doch. Habe ich. Ja, die DS-Partie. Doch, doch. Müsste zu finden sein. Definitiv. So, was habe ich jetzt alles gemacht? Ach so, die Jobs müssen noch raus. Wir haben einmal den Forscher, einmal den Leiter der Personalabteilung und den Produzenten. Okay. Bei den Jobs ist es so, es gibt eine Vorder- und eine Rückseite. Die Effekte unten sind gleich, es ist nur ein anderer Begriff. Hier ist es der Zahnarzt, hier ist es der Forscher.
Wichtig ist, hier oben steht welcher Level. Das ist Level 2, Level 2 und hier sogar Level 3. Hier steht, was es für eine Kategorie ist. Sucher und Entdecker, Bürohengst und brotlose Kunst. Warum ist das so? Wenn ich jetzt einen Job nehme mit, sagen wir mal, Level 1, Bürohengst, Kategorie Bürohengst, dann bekomme ich dafür, weiß ich jetzt nicht, ich glaube 6 Geld, jede Runde, kostet mich eine Zeit. Ich kann mich befördern lassen. Dazu brauche ich einen Bürohengst Level 2. Den würde ich mir organisieren und bekomme damit die Beförderung und bin ab der nächsten Runde dann Level 2 Bürohengst, bekomme mehr Geld, bei Level 2 sind es 11. Und das Ganze geht nochmal auf Level 3, wieder Bürohengst Level 3, nehme ich mir, kriege eine Beförderung und bekomme dann 16 Geld. Nachteil, Level 3 brauche ich 3 Lebenszeit, Level 2 2, Level 1 eine Lebenszeit, aufwendige Jobs. Nach Level 3 kann ich noch in den Ruhestand gehen und bekomme dann für diesen Beruf regelmäßig Rente, wenn man so möchte. Ja. Dann ist die Partnerschaft dran. Ja, das kann sein mit den richtigen Aufträgen und Werkzeugen. Das ist echt so, ja. Könnte das passen. Macht mir so Lust. Ja. Ist halt. Es ist keine so große Herausforderung. Ne? Also, wenn du die richtigen Werkzeuge nicht hast, das merkst du relativ schnell, brauchst eigentlich auch gar nicht mehr weiterspielen. Ja, und, aber wenn du die richtigen Werkzeuge hast, ist es schon ein bisschen eine Herausforderung, dass du es richtig machst. Aber dann ist es doch auch im höchsten Level, ich habe es ja auch schon ohne Werkzeuge gespielt, definitiv machbar. So, die Partner. Es gibt wieder beide Seiten, Männlein, Weiblein. Ich lege mir natürlich nur die Mädels hin. Ich habe nicht vor, dieses Leben hier homosexuell durchzuführen. Ich möchte definitiv, wenn ich eine eingehe, eine Beziehung, einen weiblichen Partner. Brauche ich auch. Ich muss eine Familie gründen. Also ich muss eine Beziehung eingehen. Da ist es genauso, ich fange mit dem Date an, brauche dann eine, je nachdem, welche Dame da liegt, gibt es unterschiedliche Forderungen von ihr. Hier das Material gesteuert, da muss man Geld haben. Hier muss man kreativ sein bei der Kaylin und bei der Sonja ja, braucht man mindestens 2 Gegenstände. Später bei der Familie sogar 4 Gegenstände. Muss man sich dann überlegen, was möchte ich denn eigentlich? So, was haben wir noch? Wie findest du Dinosaur Island? Bin total scharf auf das Spiel. Habe aber Angst vor Wutausbrüchen bei Mitspielern, wenn sie nur Raudis ziehen. Na, ganz so schlimm ist nicht, sind da nicht viele Raudis im Back drinnen, also pff, was soll es, ganz ehrlich. Kann ich nicht verstehen, kann ich überhaupt nicht verstehen. Also das Spiel selber ist sensationell geil, ist cool gemacht. Wer das Thema mag, wer Euro mit Aufbau, Forschung, bisschen Glück, ja, aber nicht viel Glück. Wer das mag, auf einem unteren Kennerlevel. Ja, ist ja genau richtig. Das bunte Ausblenden, man, das hier ist auch bunt, also was soll's. Mir gefällt sowas. Ich bin da eh nicht so, ich schaue nicht wirklich aufs Design oder irgendwas. Das Spiel muss Spaß machen. Mit den Rowdies kann ich überhaupt nicht verstehen. Das sind so viele normale Leute drin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich ganz viele Rowdies ziehst, sehr gering ist. Und dann gibt es die Möglichkeit, über entsprechende entweder Aufwertungen oder auch Experten, die man einstellen kann, das wieder ein bisschen in die richtigen Bahnen zu lenken. Ja, man kann zum Beispiel dann 3 Rowdies zurück in den Beutel legen und nochmal neu ziehen, solche Geschichten. Also, kann ich überhaupt nicht verstehen, dass da welche austicken, Rowdies, das sind Rowdies, das bringt das Spiel durcheinander und macht da keinen Spaß mehr, verstehe ich überhaupt nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, habe jetzt, weiß ich nicht, 4, 5 Partien gespielt, nie das Problem gehabt, dass ich wieder Rowdies verloren hätte. Und habe ich halt mal eine Runde lang Rowdies. Was soll's? Ist doch egal. Ich spiele genug Runden, das kann ich locker kompensieren, wenn ich weiß wie. Darauf kommt es an. Okay, genug gelabert. Dann suche ich mal, gibt es noch einen günstig für 45? Also wenn es für 45 gibt, nicht lang überlegen, kaufen. Sagrada Erweiterung finde ich ganz nett. Ja, habe ich schon mal gespielt. Zu dritt oder zu viert war man. Sagrada Erweiterung ist cool gemacht. Finde ich auch nicht schlecht. Ist halt, Sagrada ist so ein richtig schöner Absacker. Wobei bei mir Newton ja schon ein Absacker ist. Oder auch das Spiel hier.
Alles, was so im Bereich von einer Stunde gespielt werden kann, ist für mich ein Absacker. Ja, ist so. Ja, nee, ist geil. Dinosaur Island, so kann ich wirklich nur empfehlen. Super Qualität, ist Feuerland, merkt man sofort. Die Plastik-Dinosaurier. Ja, Holz wäre schöner gewesen, aber das Paket ist echt schwer. Ist richtig viel drin. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das mit dem Plastik gemacht haben, weil es dann leichter wird. Vielleicht kriegt man die Holzfiguren auch nicht ganz so bunt. Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, egal, drüber hinwegsehen, tolles Spiel. Nur unsere Scanner nehmen. Ja, würdest du sagen, ich habe es noch nicht gespielt, aber es sieht doch schon komplex aus. Ja, mei. Also, es gibt viel zu machen, aber es ist jetzt nicht wirklich schwer. Es besticht halt durch die vielen Möglichkeiten. Wie baue ich meinen Park aus? Welche Dinosaurier hole ich mir? Also jetzt nicht falsch verstehen, es ist kein Familienspiel, definitiv nicht. Also es ist schon ein Kennerspiel, aber nicht auf dem Weg zum Experten. Für mich nicht, definitiv nicht. Muss aber zur Erklärung sagen, Flügelschlag ist für mich ein Familienspiel. Mittleres Niveau. Ziemlich langweilig, mal abgesehen davon. Aber hat nichts von dem Kennerspiel, absolut nicht. Ja, da ist Dinosaur Island definitiv schwieriger, umfangreicher, komplexer. Deswegen bei mir ein bisschen eine andere Einteilung, so ein bisschen das persönliche Empfinden. Ja, kann man nichts machen. Ja, meine Spielrunde schafft nicht mal Azul in unter einer Stunde. Wieso? Kopfspieler ist scheiße. Und du dazwischen. Kopfspieler ist übel. Ja, kenne ich auch. Prost. Silvia, schaust du gerade zu? Ich hoffe nicht. Meine Hübsche, die Silvia. Ein absolut Todgrübler. Wirklich. Das Spiel hier haben wir zu zweit gespielt. Wenn man nicht so viel labert wie ich, ist man da normal eine Stunde durch. Wir haben 2 Stunden gespielt, ohne Scheiß. Oder waren es 1,45, ein bisschen mehr. Wir haben wirklich alles durchdacht, alles durchgelesen, dann überlegt, kombiniert mit ihren Karten. Ja, kann man machen, klar, keine Frage. Sie hat auch gewonnen, mit Abstand. Also es hat funktioniert, was sie gemacht hat. Aber ich weiß nicht, das Spiel hier ist für mich eher ja, so ein entspanntes Spiel. Ne? Da geht es um die Geschichte, um schön bunt. Ach, das kaufe ich mir, das ist schön, das macht Spaß. Ich denke da nicht so viel nach. Die Kombination ist die jetzt sinnvoll, bringt die mich am weitesten? Ist da nicht der Fall. Macht sie aber. Boah. Die hat ja, ich glaube, mit 25, 30 Punkten Vorsprung hat sie gewonnen. Aber es war auch ein episches Spiel dadurch. Was anders ist es jetzt bei Brass, wo ich jetzt gespielt hatte. Auch bei Dinosaur Island denke ich intensiver nach. Das sind Spiele, die fordern das einfach, weißt du? Und da möchte ich das auch. Aber hier jetzt, weiß ich nicht, habe ich gar nicht den Drang, mich da so reinzudenken. Das ist mir wurscht. Ich spiele das so aus dem Bauch raus, spiele ich das locker vor, weißt du? Ja, Heiko, ne? Ja, Heiko kennt die Erfahrung auch, was Grübler angeht. Bei Pipeline vergingen zwischen meinen Zügen 20 bis 30 Minuten. Ja, das hatte ich bei Terraforming Mars. Bei Terraforming Mars, wir haben 3,5, 3, 3 Viertelstunden gespielt, zu dritt. Da überlegst du dann wirklich, ob du zwischendrin einfach mal das Handy anmachst und irgendwas zockst nebenher. Ohne Scheiß, nee, es geht gar nicht. Flügelschlag war es für mich genauso. Wir haben es zu fünft gespielt. Du musst bei Flügelschlagen nicht überlegen, was du als nächstes machst. Du musst ja eh warten, bis du dran bist. Ja, und dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Weißt du, Vogel holen, aussetzen, Eier kaufen, mal füttern, mehr ist es ja nicht. Ja. Okay, machen wir hier mal weiter. Zweite Runde. So. Was gibt es denn wegen? Ach so, warte, bevor wir weitermachen. Ich habe einen Hund. Ich muss mein Hund die Kosten bezahlen. 3 Geld. 1, 2, 3. Dann kommt der eins weiter hoch. Ich bekomme wieder einen Siegpunkt. So.
und ich brauche nächste Runde wieder entsprechend Geld. Das heißt, ich muss gucken, dass ich jetzt zu einem Job komme. Warum ist es sinnvoll? Ganz klar, wenn ich mir jetzt einen Job besorge, habe ich die Möglichkeit, Geld jede Runde zu bekommen. Ich bekomme gleich Geld und ich bekomme jede Runde Geld. Ich muss natürlich auch was investieren, aber das geht. Das ist nicht so schlimm. Und da gefällt mir was besonders. Ich nehme einen Job als erstes, und zwar den Forscher. Nämlich Forscher oder Zahnarzt? Nee, Zahnarzt auf keinen Fall. Ich nehme einen Forscher. Das ist eine Level 2 Karte. Level 2 Karte ist für mich zumindest ein schöner Einstieg. Kostet zwar 2 Lebenszeit, echt heftig, bringt mir aber 11 Geld. Und kostet, weil es hat ja auch Kosten hier, kostet mich 6 Wissen und 3 von den Händen, die habe ich nämlich. 3 Hände, 2, 4 und 6 Wissen. Die anderen hätte ich mir gar nicht leisten können. So, lege ich her. Ich bekomme dafür jetzt 11 Geld. Die nehme ich mir gleich mal. 5, 5 und 1. So. Und muss jetzt neben meinem Hund zusätzlich diverse Sachen aufbringen, jede Runde. Außerdem, ich weiß nicht, seht ihr das? Ich tue die Karten mal ein bisschen weiter hier rüber. Die müssen wir ja nicht ständig im Blick haben, oder? Machen wir mal so. Leg den mal hier her. So, jetzt habe ich von meinem 3-Karten-Limit schon 2 verbraucht. Der hier kommt hier drauf, dass ich weiß, dass ich da Forscher oben bin, noch nicht befördert. Pipeline, ah, immer noch Pipeline. Okay, alles klar. Jo, guti. Also, das war Punkt 1. Da muss ich nichts machen, das geht von alleine. Hier, Kreativität. Clicky Bundi Webdesign. Ah. Wäre an sich nicht falsch, ne? Vor allem kriege ich da Kreativität und Geld. Das ist doch cool. Ich hole mir ein Ziel. Und zwar das Webdesign. Zusätzlich. Komm, geh her, blöde Cut. So. Achso, ich muss ja eigentlich wieder eine hinlegen. Ich mache das mal einmal. Natürlich auch einen neuen Job. Pressesprecher. Gut. So, Webdesign. Ich lege die hier unten drunter, lege mein Bobbele drauf und gebe 2x Wissen ab. Damit ist klar, ich bekomme hier oben Level 1 Webdesign, 2 Kreativität. Zack. Okay. Jetzt muss ich aufpassen. Geld. Geld ist kein Problem. Kriege ich jetzt jede Runde. Passt. Aber ich muss 2 Wissen ausgeben. Und einmal soziale Kompetenz für meinen Job habe ich noch nicht. Muss ich also aufpassen und muss ich mir besorgen. Das heißt für mich, ich hole mir meinen ersten Gegenstand. Ich gehe auf Gegenstand und hole mir die Star Collection. So, und zwar gehe ich rein als... als Enthusiast, Level 2, kann ich ja machen. Kostet mich 6 Geld, die habe ich, das ist kein Problem. Ich bekomme dafür 3 Bücher, 1, 2, 3. 4x soziale Kompetenz, 1, 2, 3 und 4. Ich gehe her, jawohl. Und 2 Siegpunkte, man läuft langsam, oder? Gut, so. Ich muss aufpassen, ich brauche eine Hand, ich bekomme jede Runde 2 Hände. Perfekt, erst einmal. 2 Wissen, die habe ich. Um mir das sicher zu holen, hole ich mir nochmal 4 Wissen. 1, 2, 3 und 4. Gehe ich auf Nummer sicher und lege mir die Sachen, die ich brauche, gleich mal auf die Seite. Ich brauche das hier und eine Hand. Ich brauche 2 Geld und 3 Geld, also 5 Geld. So, das ist das, was ich nachher am Anfang der Runde brauche. Dann weiß ich, was ich jetzt noch ausgeben kann mit meinen restlichen 2 hier. Ja, weißt du was? Dann gehe ich hier auf Gedichte schreiben und push mein Gedichte schreiben vom Notizbuch voll mit Gedichten auf Grußkarten. Ja, das ist schön, weil mit dem, dass ich auf die Grußkarten gehe, es kostet mich 4 Kreativität, die habe ich ja. Die brauche ich auch sonst nicht. Bekomme ich ein Geld. Schön. Ja, Grußkarten betrugen bringt Geld und 3 Siegpunkte. Das ist natürlich das Wichtige dabei. So.
Okay, mal lesen, was macht er? Ah, Jens, grüß dich. So, ich sag für heute mal Tschüss, schönen Abend, viel Spaß noch und bald mal Newfoundland. Bin sehr gespannt. Ja, ausgedruckt habe ich mir es schon vor einer Zeit. Ich finde es ein bisschen schade. Ich habe Newfoundland bisher erst einmal spielen können, weil es keinen Solo hat oder hatte. Ist an sich, also ich persönlich finde, ein richtig schönes Spiel, aber irgendwie, das ist so eins, wo nicht so recht Beachtung findet. Weiß auch gar nicht warum. Ich finde es jetzt nicht so kompliziert, aber es ist ein richtig schönes Spiel. Tolle Idee mit dem Inseln bauen und dann durchziehen. Ja. Vielleicht komme ich jetzt mit dem Solo, wenn ich es dann mal gespielt habe, oder öfters dazu, wenn es Spaß macht. Ja, mal sehen, was du da fabriziert hast. Also schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Restsonntag. Tschüssi. So, was machen wir noch? Weißt du was? Egal. Da brauche ich jetzt erstmal nichts weiter machen. Beziehung will ich noch nicht. Spielen, interagieren, das passt noch alles. Ich gehe hier aufs Webdesign mit meiner letzten Zeiteinheit. Gebe drei Bücher aus. Komme von Klickibundi auf. Warum findet man hier nichts? Bekomme dafür zwei Kreativität. Habe ich keine mehr. Das ist gut. Ein Geld. Geld regiert die Welt. Immer her damit. Und nochmal ein Siegpunkt. Ja, bin doch schon bei fast einem Fünftel von dem, was ich brauche. Also einen Gegenstand ziehe ich nochmal rauf, obwohl ich es auch nicht mehr brauche. Macht man halt einfach so. Ja, sind wir wieder durch. Sind wir wieder durch? Ich lege den Streber mal auf die Seite. Den brauchen wir hier nicht. So, ich habe jetzt 1, 2, 3. Partnerschaft würde gerade eh nicht gehen. Ich muss erst eins abschließen. Jo, sind wir durch. Glück habe ich keins gemacht diesmal. Ist aber nicht so schlimm. Ist eh nur Reihenfolge. Dann Stress ist alles noch im grünen Bereich. Sollte aber mal gucken, dass ich vielleicht ein Herz als Karte kriege. Wäre schön. Wobei ich sollte gucken, ich kann es ja nicht beeinflussen. So, ich nehme meine Zeitmarker. 6 Stück an der Zahl, lege sie hierher. Dann tauschen wir wieder die Karten aus. So, die kommen nach unten und ich ziehe drei neue her. So, das gleiche machen wir auch bei den Jobs. Warum mache ich das? Ich habe ja schon einen Job. Ja klar, es kann ja sein, dass ich den Level 3 Job noch finde und ich dann überlege, ob ich vielleicht, ja, sag, okay, möchte richtig viel Asche verdienen und hole mir den Level 3 Job. Oh, eine Katze, die brauche ich. Und eine Schildkröte. Ach, so, schau mal eine an. Aktivität. Die Ziele kommen weg. Drei neue Ziele. So, wenn ich jetzt es schaffe, mir noch ein Haustier zu besorgen, wovon ich ausgehe, dann gehen wir auf die Runde 3 und machen die Einkommensphase. So, ich muss abgeben zwei Zeit, die ich nicht zur Verfügung habe für meinen Job. Dann zwei Bücher, eine Hand. Bekommt dafür 11 Geld. 5, 10 und 1. So. Das wäre dieses hier. Dann muss ich 3 Geld und 2 Geld ausgeben. Das sind die 5. Für die 3 Geld bekomme ich von einem ausgewachsenen Hund zu einem alten Hund und bekomme 2 Siegpunkte. Und hier bekomme ich 2 Hände durch Star Collection enthusiastisch. So. Das hier kostet mich sonst nichts weiter. Dann bin ich soweit durch. Runde 3. Geh doch. Ich kaufe euch noch ein bisschen was vor. Ich habe da noch echt einen Leckerbissen. Das ist quasi, wenn man so möchte, dunkle Schokolade mit Minze durchsetzt. Und zwar ganz spezielle Minze. Summer Down Mint. Die kommt aus einem kleinen Bereich in England. Ja, Wahnsinn. Okay. Gibt hier nichts weiter? Perfekt. Also, was macht man jetzt? Ich will noch ein Tier. Nehmen wir eine Katze. Oder die Schildkröte. So, die Schildkröte hat den Charme. Die bringt mir jede Runde einen Siegpunkt und die wird nicht sterben.
die wird mich überleben. Deswegen machen wir das auch. Ich nehme eine meiner Lebenszeiten, hol mir die Schildkröte. So. Jetzt kommt das Bubble drauf. Schlüpfling kostet mich ein Geld. Bringt mir einen Siegpunkt. Kommt wieder eine Karte her. Krabbelviecher. Auch Haustiere, Insekten. Leben nur eine Runde. Auch nicht schlecht. So, damit habe ich den Tiernah erreicht. Mindestens zwei Haustiere, die habe ich. Das heißt, die erste Solo-Bedingung habe ich erfüllt. Ich drehe die mal gleich rum. Oder ich lege sie daher. Und auch, wenn man so möchte, den ersten Teil hier. Ich habe einen Gegenstand. Ich habe zwei Aktivitäten. Noch keine. Nee, Aktivitäten habe ich noch keine. Ich muss Aktivitäten brauche ich noch. Die Lebensträume erfüllt. Das heißt, ich muss beide erfüllen möglichst. Einen Job, den habe ich. Aber den Partner mit der Beziehung brauche ich noch. Das wird schwierig. Ich möchte die Partnerschaft so spät wie möglich eingehen, weil die echt viel Zeit kostet und die brauche ich jetzt eher, um mir die Gegenstände und so Zeugs zu holen. Deswegen, Okay, was müssen wir tun? Ich brauche zwei Bücher für nachher und eine Hand. Eine Klammer auf die Seite, außerdem 5 Geld. Wobei, das Geld muss ich nicht auf die Seite legen. Ich kriege ja 11 Geld am Anfang der Runde. So, nicht 5, sogar mehr. Für die Schildkröte auch noch. Ja. So. Ich bräuchte noch einen Gegenstand. Kann ich jetzt nicht machen. Ich habe das ja, gönn dir, habe ich ja schon genutzt. Ziel erfüllen. Ich muss auch hier, das wäre ein schlechtes. Fechten ist natürlich geil. Das bringt mir ein Herz, also Lebenskraft. Das sollte ich vielleicht machen. Also sollte ich gucken, dass ich das hier beende. Und dazu brauche ich 5. Also pass auf, machen wir folgendes. Ich gehe mal spielen und bekomme 1, 2, 3 Kreativität. Die brauche ich, wenn ich jetzt hier runtergehe. Dazu brauche ich noch einmal Zeit. Nee, da kann ich in der Runde nichts weitermachen. Geht schon gar nicht mehr auf. Siehste, siehste. Jetzt geht mir die Zeit aus. Ne? Das ist genau der Punkt. Ich hätte gerne das Fechten. Ich kann es aber nicht beenden, weil wenn ich jetzt hier mit meinem Zeitmarker drauf gehe, komme ich hier runter und muss aber wieder einen Zeitmarker noch dazu draufsetzen. Das war's dann. Dann kann ich das in dieser Runde nicht machen und ich hoffe, ich kriege nachher nochmal was anderes außer Fechten. Oder ich mache doch das, will ich nochmal lernen, kann ich auch später machen. Komm, ist egal, ich mache das. Ich gehe hier drauf, gebe die 1, 2, 3, 4, 5 Kreativität aus, komme hier runter, muss noch eine Zeit investieren, bekomme aber 2 Geld dafür, dass ich jetzt ein Buch schreibe mit meinen Gedichten. Und 6 Siegpunkte, das ist natürlich genial. Dann bin ich bei 18. Sehr schön. So, damit ist dieses Ziel erfüllt. Ich brauche 2 erfüllte Ziele. Jo, gut. Runde ist durch. Ihr seht schon, je mehr Zeit man für irgendwas investieren muss, desto schneller gehen dann auch die Runden. Wir werden da relativ schnell durch sein. Glück, Stress, müssen wir nichts machen. Ich bekomme meine Zeiten zurück. Die hier ist aus dem Spiel, kommt mal hier rüber als erfülltes Ziel. So, dann hier gehen wir eins hoch ins dritte Erwachsenenzeitalter. Wir machen die Karten neu und dann machen wir hier die Bestückung, die Unterhaltsphase. Na, geh her. Partner brauchen wir auch noch, sonst gewinnen wir das Spiel nicht. Das ist Fakt. Ihr seht schon, ne? Wird zum Schluss zu, wird es dann echt extrem. Es geht einem wirklich die Zeit aus. Und wenn einem die Zeit ausgeht, tja, was willst du machen? Kannst du nicht genug Aktionen machen. Und ich brauche noch Aktivitäten.
und noch einen Gegenstand. Oh, ich brauche noch so viel. Ich glaube, ich muss dann mal Stress investieren, um mir einfach auch mal zwei grüne Sachen zu kaufen. Sonst schaffe ich das, glaube ich, nicht. So und so. Quiz-Sendung. Oh ja, ein kurzfristiges Ziel. Das ist auch nicht schlecht. Gibt viele Punkte. Ja. Okay. Jetzt Unterhaltsphase. Warum findet man hier nichts? Kostet mich nichts. Hier, fangen wir hier an. Ich investiere zwei Zeit. Gebe ab. Eins, zwei Bücher, eine Hand. Und bekomme dafür 11 Geld. 5, 1, 5. Das kostet mich nichts. Hier muss ich 3 Geld ausgeben. 1, 2, 3. Der Hund sagt, lebe wohl. Ich verliere ein Glück, bekomme aber 1, 2, 3 Siegpunkte. Damit ist der Hund aus dem Spiel. So, dann habe ich hier die Schildkröte. Die kostet mich 2. Steigt auf vom Schlüpfling zur Schildkröte. Ich kriege einen Siegpunkt dafür. Und die Star Collection kostet mich auch 2. Ich gebe mal 5 ab und nehme mir 3 wieder zurück. Und bringt mir 2 Hände. So. Das wär's. Vierte Runde. Was haben wir denn ein bisschen? Beziehung. Ja, müsste ich langsam mal, ne? Die Catherine finde ich nicht schlecht. Hab mindestens 2 Ziele erfüllt, für die Familie gründen, aber 3. Boah. Da brauchst du Bücher. Was haben wir denn da oben alles? Der Tanzkurs kostet, habe ich nicht. Oh, Zeichenkurs kostet auch was, was ich nicht habe. Dann haben wir Gegenstände. Ich habe bisher nur den Hund und einen Gegenstand. Ich brauche noch einen Gegenstand und 2 Aktivitäten. Da würde ich fast sagen, ich hole mir den Kopfhörer. Ich hole mir auf jeden Fall mal den Kopfhörer. Gönn dir. Als zweiten Gegenstand. Und steig da gleich auf dem höchsten Level auf. Ja, ich steig gleich auf dem höchsten Level ein. Das wären, also erstmal kostet es mich 6 Geld. Die gebe ich ab. Dann kriege ich 3 Glühbirnchen. Und 3 Siegpunkte. 1, 2, 3. Dann legen wir mal einen neuen Gegenstand her. Ein Hase. Ne? Haustier brauche ich jetzt keins mehr. Mal schauen, ob ihr was schreibt. So. Aktivität bräuchte ich halt. Ne? Da müssten mal demnächst Aktivitäten kommen, sonst habe ich keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Ich muss eine Beziehung eingehen. So oder so. Die Catherine bringt mir was. Die Dana oder Dana bringt mir Geld. Und ich brauche 2 Aktivitäten. Habe ich noch nicht. 2 erfüllte Ziele habe ich auch noch nicht. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich gehe einmal auf Lernen. 1, 2, 3 und 4. Brauche ich, weil ich muss ja gleich wieder Bücher ausgeben. 2 Bücher und eine Hand. Hier, ne? Für den Forscher. Was machen wir als nächstes? Ich hätte jetzt vielleicht trotzdem gern nochmal ein Ziel. Den Zeichenkurs. Ich bin ja eh kreativ unterwegs, ne? Mit Webdesign und so. Könnte ich mir den Zeichenkurs holen, da kriege ich Bücher und Siegpunkte. Ich hole mir den Zeichenkurs. So, möchte ja das Webdesign beenden. Ich muss aber aufpassen jetzt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel mache oder zu spät mit der Beziehung beginne. Das wäre natürlich fatal. Drei erfüllte, also Catherine kann ich mir nicht leisten. 4 Aktivitäten, die Dana kann ich mir auch nicht leisten. Was funktionieren könnte, ist Mel. Die bringt mir jetzt nicht so viel, aber das könnte klappen.
Wenn ich mir die Mel hole, brauche ich nur Wissen, um vorwärts zu kommen. Finde ich cool. Das machen wir. Also ich gehe mal auf Beziehung. Die schaut zwar wegen fertig aus hier, aber ist mir egal. Das ist dann meine dritte Karte. Ich habe ein Date mit dem Mel. Kriegt dafür zwei Kreativität und einen Handshake. So. Und muss gucken, dass ich wegen vorwärts komme, sonst kann ich das Spiel nicht gewinnen. Ich muss die beiden Karten noch erreichen. Und da ist wirklich, sind beide schwer. Job habe ich zwar, aber ich habe noch keine Aktivität, nur einen erfüllten Lebenstraum und erst, nee, zwei Gegenstände habe ich. Okay, Gegenstände habe ich durch. Aktivitäten brauche ich. Einen erfüllten Lebenstraum noch und die Beziehung. Tja. Nicole, oh ja, die wäre hübscher gewesen, ne? Ein Gruppenziel habe ich auch nicht, bringt mir nichts. Okay, gut, dann einen habe ich noch. Was mache ich mit dem? What can I do? What can I do? What can I do? Am liebsten würde ich ja aufs Webdesign gehen, aber es geht nicht. Ich habe die vier Bücher noch nicht. Hilft alles nichts. Ich bräuchte was, mit dem ich Bücher bekomme. Also die Star Collection hochtreiben wäre eine Option. Könnte ich machen. Kostet mich 8 Geld. Die habe ich auf jeden Fall. Das machen wir. Mit meinem letzten Schritt gehe ich hier auf die Star Collection. Erhöhe auf einen, das heißt 5, 6, 7, 8, das Stalker-Level. Ich krieg drei Bücher. Eins, zwei, drei und kann dann nächste Runde das Ziel weitermachen. Drei Hände. Eins, zwei und drei. Und drei Siegpunkte. Eins, zwei, drei. Die brauche ich auch. Ich bin noch nicht bei der 50 angekommen. Also da ist noch einiges zu tun. So, nächste Runde. Glück kommt wieder zurück. Stressfaktor ist an der Stelle noch keiner. Also ist nicht schlimm, ist noch alles im grünen Bereich. Wir gehen noch ein hoch. Das ist jetzt meine letzte Möglichkeit, bevor das Alter kommt. Was will ich machen? So, die Damen. Wenn es euch nicht stört, lasse ich sie liegen. Ich werde die Beziehung nicht mehr ändern. Die Jobs machen wir neu. Vielleicht kommt ja noch der Level 3 Job. Weiß nicht, ob ich ihn eingehen würde, aber ist zumindest eine Option. Ich lege es mal her. Aber auf jeden Fall ja die Gegenstände. Ich brauche noch zwei Aktivitäten. Ich habe noch keine einzige Aktivität. Am Anfang waren viele da, aber da bin ich ja aufs. Ah, die erste Aktivität. Da bin ich ja aufs Haustier gegangen. Also es wird eine enge Geschichte. Wenn ich das mit der Aktivität nicht schaffe, führe ich der Katz. Gesundes Leben. Geil. Den brauche ich. So. Siehst du, gesundes Leben, weil mir das ein Herz gibt. Das muss ich tun, das muss ich machen. Okay. Einkommensphase. Forscher. Zwei Bücher, eine Hand und ich bekomme 11 Geld. Oh, ist ein guter Job. Ja, passt. So. Dieses hier. Da haben wir noch nichts. Hier muss ich drei Geld zahlen. Ich lege mal fünf weg und nehme mir zwei. Und bekomme dafür einen Siegpunkt. Plopp. Hier muss ich drei Geld bezahlen für die Schildi. Und bekomme zwei Siegpunkte. Hier muss ich drei Geld bezahlen. Ich gebe fünf ab, bekomme zwei wieder und erhalte einen Siegpunkt. So. Okay, Gegenstände habe ich. Ich brauche ein Ziel, das ich abschließen muss, muss ich machen. Ich brauche für nächste Runde zwei Bücher, eine Hand. Alles klar. So, was können wir tun? Ich brauche eine Aktivität. Drei Geld kann ich mir leisten. Das wäre die Kreuzfahrt. Ich könnte mir sogar die große Kreuzfahrt leisten. Jetzt muss ich mir überlegen, wenn ich nachher 11 Geld bekomme, ich muss ausgeben. 3, 6, 9. 9 von 11 muss ich ausgeben. Alles noch okay. Also ich könnte auch auf die Suite gehen. Bekommt dafür 4 Siegpunkte und eine Stressreduzierung. Das wäre natürlich schon cool. Okay, pass auf, ich mache das einfach mal.
Gönn dir Kreuzfahrt. Ich gönn mir eine Aktivität Kreuzfahrt. Und hoffe, dass ich in der nächsten Runde dann wenigstens noch eine Aktivität bekomme, sonst habe ich eh keine Chance. Gehe hier auf Level 3 auf die Kreuzfahrt, kostet mich 7. Ich bekomme einen Stress reduziert und 4 Siegpunkte. 1, 2, 3, 4. Schon mal nicht schlecht. So, was machen wir noch? Ich muss, hilft alles nichts. Ich muss einmal lernen. Vier Bücher. Eins, zwei, drei und vier. Vier Bücher. Dann möchte ich einmal das Webdesign voranbringen. Das kostet mich genau diese vier Bücher. Jetzt bin ich im semi-professionellen gestalterischen Bereich tätig. Ich bekomme dafür zwei Birnchen, zwei Geld. Ganz wichtig, ich habe ja keins mehr. Obwohl ich einen guten Job habe. Ja, ich gebe zu viel aus. Und 3 Siegpunkte. 1, 2, 3. Sehr schön. 39 von 50. Also die Punkte könnte ich schaffen. Die Punkte könnte ich schaffen. Ich habe zwei Gegenstände, eine Aktivität. Das hier muss ich nächste Runde beenden. Dann habe ich zwei erfüllte Ziele, aber ich muss meine Beziehung noch hochschrauben. Wow, das ist nicht gut. Einen habe ich noch. Was mache ich mit dem? Ich bräuchte eigentlich mehr Bücher, ne? Ich sehe schwarz, dass ich das nicht schaffe. Ich sehe nicht schwarz. Ich könnte. Erst gesund Leben kam zu spät. Ich hätte am Anfang, das ist das ein bisschen dann mit die Glückssache, ne? Wenn du am Anfang gleich ein Ziel bekommst, bei dem du ein Herz hast hier unten, schaffst es, den Stress zu reduzieren. So komme ich wahrscheinlich maximal auf Lebensabend Nummer 2, also noch zwei Runden, dann bin ich tot. Ist halt so. Also ist egal, ich gehe auf Lernen. Ja, ich habe nur noch eine Runde. Weil ich nicht schaffe, meinen Stress so dermaßen zu reduzieren. Also macht es eigentlich keinen Sinn. Ich muss gucken, dass ich möglichst viel in der nächsten Runde schaffe. Beziehungen werde ich wahrscheinlich gar nicht schaffen. So viel Dings habe ich gar nicht. So viel Lebenszeit habe ich gar nicht. Na, schauen wir mal. Ich muss noch einmal lernen. Das kostet mich Stress. Aber ich brauche die Bücher. Eins, zwei, drei, vier. Ich brauche unbedingt die Bücher. Okay, gut. Runde ist durch. Glück, Stress, passt alles. Ich nehme mir meine Lebenszeit wieder her. Sechs an der Zahl. Komme jetzt in den ersten Lebensabend. Das heißt, ich muss 1, 2, 3 Stress nach oben gehen. Verliere eine Lebenszeit. Ja, ist so. Da mache ich nichts mehr. Das interessiert mich nicht mehr. Kostet nur Zeit, wenn ich da jetzt die Karten austausche. Ich lege neue Karten hin und hoffe, ich bekomme eine Aktivität. Ansonsten habe ich es verloren. Ja, keine Chance. Also das ist der Glücksfaktor. Wenn ich natürlich als Ziel, also hier als Lebenswerk, Aktivitäten haben muss, ich ziehe aber keine Aktivitäten, es kommen keine, ja, dann kann ich das Spiel einfach nicht gewinnen. Das ist leider so. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Hat trotzdem wieder mal Spaß gemacht. Das sind alles kurzfristige Ziele hier. Buchclub. Ja, Mai. Okay, wir versuchen noch das Beste draus zu machen. Gewinnen können wir es jetzt schon nicht mehr. Das ist Fakt. Ich habe leider keine Aktivität mehr bekommen. Ja, ich versuche trotzdem noch so viel wie möglich Ziele zu erreichen. Das heißt, ich werde mit meinem ersten auf jeden Fall mal hier aufs Webdesign gehen. Gib 2, 4, 5 Bücher aus. Komm hier rein, muss eine Zeit investieren. Ach nee, ich habe ja. Stopp! Ich muss ja erst einmal. Ich muss ja erst einmal. So. den Unterhalt durchmachen. Sonst habe ich schon fast nichts mehr übrig. Ne? Okay, zweimal Zeit. Zwei Bücher, eine Hand. Ich bekomme 11 Geld. Ja, Mai. Habe ich mich verzockt, ne? So ist es halt. So.
3 Geld sind 6 Geld und nochmal 3, 9 Geld. Ich gebe 10 ab, bekomme einen wieder, bekomme dann 1, 2, 3 Siegpunkte. 1, 2, 3 Siegpunkte. Jawohl. Jetzt können wir loslegen. Ich gehe aufs Webdesign, komme hier runter mit 2, 4, 5 Büchern. Muss eine Zeit noch drauf investieren, bekomme allerdings 1, 2, 3, 4, 5 Siegpunkte dafür. 1, 2 und 3 Geld. 1, 2 und 3 Geld. So, und jetzt habe ich nur noch einen. Ach ja, Überstunden geht nicht mehr. Wir sind jetzt im Lebensabend angekommen. Dann macht man keine Überstunden mehr. Was mache ich mit dem einen? Ich könnte noch eine Beziehung hochpushen, dafür bräuchte ich aber 5 Bücher. Geht nicht mehr. Ich könnte mir zwar übers Lernen 4 Bücher holen, dann hätte ich locker die 5 Bücher, aber die Lebenszeit ist weg. So, so ist es halt. Mein zweites Ziel habe ich erfüllt. Die Aktivität fehlt, kam viel zu spät und ich habe mit der Beziehung zu lang gebraucht oder mir auch die falsche geholt. Es waren aber die anderen auch nicht wirklich gut mit 2 Aktivitäten und so weiter. Das hätte mich auch nicht weitergebracht, hätte ich auch nicht geschafft. Ja, leider verloren. Die Familie gründen klappt nicht. Ich könnte die Karte noch erfüllen, wenn ich sage, okay, ich gehe auf Beziehungslevel. Aber mir fehlt eine Aktivität, da habe ich nur die eine. Das war ja das Haustier. Ja, was mache ich mit der einen Zeit? Gönn dir, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Lernen wäre sicherlich Quatsch. Hole ich mir noch ein Smartphone im hohen Alter? Ja, ich bräuchte noch 3 Punkte. 2, 4, 6. Wäre die Lagerhalle. Fashionista. Na, wenn ich die Star Collection habe. Ich gönne mir nochmal was. Hol mir noch die Fashionista. Nehme mir die auf dem höchsten Wert. Kostet mich 2, 4, 6 Geld. Ich bekomme dafür eine Hand. Ein Glück und 3 Punkte. Damit wäre ich bei der 50. Also fast alles geschafft. Mir fehlt eine Aktivität. Da kamen einfach nicht genug. Und in der Beziehung habe ich versagt. Ich kam nicht mehr hoch. Tja, schade, aber so ist es. Jo, das war's. So schnell geht's. Schauen wir auf die Uhr. 21:30. 20:15 haben wir angefangen. Eine Stunde. Bei mir haben viel gelabert, muss man dazu sagen. Ohne Labern bist du in 30 bis 45 Minuten durch, wenn du es schön runterspielen kannst. Was jetzt noch käme, ich simuliere, dass ihr seht, das war's. Also, ich kriege meine Lebenszeit zurück. Die Karte wäre verbraucht. So, ich habe nur noch 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Wir gehen hoch auf den dritten den zweiten Lebensabend. Der bringt mir 6 Stress. 1, 2, 3, 4 und damit komme ich aus meiner Stressskala raus und bin tot. Ja, das war's. Traurig aber wahr. Gucken wir mal, wie viele Punkte ich noch erreicht habe. Was jetzt noch gemacht wird, ist, das hier wird umgewandelt in Siegpunkte. 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Es gibt einen Siegpunkt, das gibt nichts, das gibt nichts. 2, 4, 5, gibt auch nochmal einen, also 52 Punkte habe ich erreicht. An sich kein schlechtes Ergebnis, hilft mir aber nichts. Mir fehlt eine Aktivität und mit der Mel hat es nur zum Date gereicht, nicht zur Familie. Ja, was will man da machen? So oder so, ein schönes Spiel. Muss dazu sagen, es macht im Solo Spaß, keine Frage, ist aber mehr so ein Absager, so für zwischendurch. Ach komm, ich habe Bock, ja, schöne Geschichte, passt. Wenn man es mit mehreren spielt, ist es einfach schöner, ja, weil man dann auch während dem Spiel viel zu lachen hat, über die anderen mitspricht, ah, was machst denn du da gerade und ah, das passt zu dir, weißt du? So, das ist Sinn und Zweck von so einem Spiel. Schönes Familienspiel, kann man auch mit Kindern spielen, meine Kleine ist 9, die hat es auch schon mitgespielt und war bei den Punkten genau wie wir auch. Meine Mama, also die Oma von Emilia, hat es auch schon mitgespielt. Ist für Familie optimal. Man erlebt halt was, man hat eine schöne Zeit. Und darauf kommt es beim Brettspielen an. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Boah, schön, dass ihr dabei wart. Ich bin für heute durch. Ich mache jetzt nichts mehr.
entspanne mich noch ein bisschen. In meinem Lebensabend quasi. Nee, ich hoffe noch nicht, um Gottes Willen. Toi, toi, toi. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, wie immer. Es wird weitergehen am Dienstag. Dienstag und Mittwoch mache ich jeweils ein Live-Review. Und zwar ist dran, ich weiß noch nicht in welcher Reihenfolge, Cooper Island Review. Dauert eine halbe Stunde. Ihr könnt, nachdem ich ein bisschen was erzählt habe, Fragen stellen zum Spiel. Kein Problem. Und als zweites dann Lux Eterna. Ebenfalls gleiche Spielchen, maximal eine halbe Stunde. Dann am Donnerstag und am Freitag wieder ein bisschen was Größeres. Den einen Tag habe ich mir überlegt, in Newton mit der Fan-Erweiterung. Und den anderen Tag Marco Polo, den Solo-Automa. Freue ich mich auch schon drauf. Ja, welche Tage, ich schreibe es im Kanal, weiß ich noch nicht. Jo, dann würde ich sagen, gutes Nächtle, schön, dass ihr da wart, schönen Restsonntag, guten Start in die nächste Woche. Und ja, Abo dalassen, Glocke anmachen, dann wisst ihr immer, wann ich online bin. Und dann.